Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Folge 9 zu Let's Play Minecraft Dungeons. Das Trio Infernale ist wieder vor Ort versammelt und ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt in der letzten Folge noch verkauft haben oder ob wir das wieder offscreen machen wollten, aber ich glaube, wir haben es offscreen gemacht, oder Jungs? Also ich habe alles verkauft, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich no. auch. Ich kann ja, aber ganz kurz zeigen, damit ihr wieder up to date seid. Ich renne immer noch mit meiner Klebe rum, habe aber einen 3 Stufen besseren Entersäbel in der Hinterhand. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich den dauerhaft nutzen will. Und ansonsten habe ich noch ein paar Items, die vom Level her gut sind, die ich jetzt aber auch noch nicht auf die Quickslots legen will. Mal gucken, vielleicht variiere ich da ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir jetzt erstmal auf die Karte. Huch. Und wir haben gar nicht mehr so die riesige Auswahl. Die beiden Bonus-Level hier, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Das müssen wir mal noch machen. Ansonsten hätten wir die Hochblockhallen oder die Tiefen des Tempels. Wobei die Tiefen des Tempels ein Bonus-Level ist und die Hochblockhallen das nächste Story-Level. Meinungen, Wünsche, Kommentare, Anregungen? Die Hochblockhallen, na gut, okay, na dann. Wollten wir nicht mal die Bonus-Level irgendwie später machen? Oder? Grundsätzlich wollten wir die Bonus-Level auch später machen. Wir haben das eine schon abgeschlossen, die gruselige Gruft. Die hatten wir vor einiger Zeit mal gemacht. Aber wir können so. Theoretisch auch die Bonus-Level uns aufheben und sagen, wir hängen das so ein bisschen hinten ran, weil, ohne zu viel zu spoilern, es gibt noch ein Bonus-Level, was wir hier noch nicht entdeckt haben. Und da müssen wir auch noch ein bisschen mehr investieren. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Wir starten jetzt erstmal. Dann machen wir die Hauptquest. Alles klar, machen wir das erstmal. So, unsere Teamkraft ist 26 und die empfohlene Kraft für Standard 6 ist 27. Ich würde sagen, lass mal aufs Maul kriegen, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Wir carryen einfach komplett rein. Wir sind halt einfach besser als die. Ja, das hat ja schon oft gut funktioniert, also. Naja, deswegen, ja. Bisher haben wir doch eigentlich ganz gut geregelt, oder nicht? Nee. Ja, ja. Ja. Du hast es bis zum abstoßenden Anwesen des Erz-Illagers geschafft. Burghochblock. Im Inneren wimmelt es nur so vor Soldaten und Hexern. Also halte deine Klinge bereit und bleib stets auf der Hut. Finde den großen Thronsaal und stelle den Erz-Illager. Na, hallo, Di. Also so abstoßend finde ich das jetzt gerade gar nicht. Nö, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Macht zwar ein bisschen einen düsteren Eindruck, aber Großen und Ganzen. Ich finde ja, wie gesagt, die Level hier alle eigentlich ganz cool gemacht. Also was die Abwechslung angeht, kann man sich da nicht beklagen. Ich brauche Seelen. Bogen für mich. Und ich weiß gerade nicht hundertprozentig aus dem Kopf, wann der Tag ist, an dem diese Folge rauskommen wird. Aber ich meine, dass es Anfang September war ungefähr. Und ich glaube, dass es auch noch nicht so weit ist, dass der zweite DLC erschienen ist hier zu dem Spiel. Der erste, der ist ja schon rausgekommen im, ich glaube, Juni. Da konnte man in den Dschungel. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, ich bin ja tot. Wie ist das denn passiert? Du bist in das blaue Feuer gelaufen, würde ich behaupten. Oh. Ja. Ich jag mal den Geist hier. Kriegen wir dich hier irgendwie? Ich verbrenne. Ja. Nee, alles gut, du verbrennst hier nicht. Ben, Kevin hinter uns. Vielen Dank. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Der erste DLC ist schon raus und der zweite kommt Anfang September. Und da kommen nicht nur neue Level, also quasi neue Schneelevel dazu, sondern es gibt auch einige spielerische Verbesserungen, die ich euch ja schon mal ein bisschen angeschnitten habe und die ich ehrlich gesagt auch ziemlich feier bis jetzt, also zum was man so hört. Es wird auf jeden Fall mehrere verschiedene Händler im Lager geben, also man kann hoffentlich raussuchen, was man kauft oder zumindest... bräuchte dann Hilfe. Ja, sobald ich weiß, wo du liegst und hier nicht drauf gehe, kümmere ich mich drum. Wo bist du denn? Ja, egal. Lass du... Jetzt bin ich gewissermaßen auch tot. Kevin, hinter dir, Creeper! Wow. Ja. Na gut, aber jetzt, wo ich tot bin, kann ich ja weiter erzählen, dass ich dich durch meine Inkompetenz unterbrochen habe. Alles gut, das wird halt ein bisschen gestückelt. Genau, es wird verschiedene Händler geben und
Ach Gott, was war's denn jetzt noch? Jetzt habe ich mich überhaupt nicht gut vorbereitet. Man konnte Items tauschen. Ah ja, richtig. Richtig. Ja, man ich konnte bin Items tauschen. Was ist geschehen? Machen. Ach, das sind wieder diese beschissenen. Ihr habt die Dinger ja, aktiviert, ja, ne? Ja, okay, also. Hm. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal ein Level gespielt haben, wo wir nicht am Anfang mal alle draufgegangen sind. Aber ja, bis jetzt haben wir es ja trotzdem irgendwie geschafft. Ich glaube, wir reden am Anfang zu ja, viel. Ja gut, aber es ist ja auch ein Let's Play, ne? Nicht ein Walkthrough. Nee, ich weiß auch trotzdem. Aber ja, mag sein, dass du recht hast, wenn wir dazu abgelenkt sind. Items tauschen, ja, das ist auf jeden Fall ein Riesending. Das haben wir ja auch schon bemängelt und festgestellt, dass das eine der Dinge ist, der gar nicht so verständlich ist, dass er nicht vorhanden ist. Und das haben sie jetzt endlich mit reingebracht ins Spiel und das ist tatsächlich echt hilfreich, weil wenn Kevin hier die ganze Zeit mit einzigartigem Scheiß zugeballert wird, dann kann er uns da ja auch gerne mal teilhaben lassen. Also die niederen einzigartigen Dinge, die für ihn zu schlecht sind, können wir ja dann verwenden. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Update. Ich glaube, jetzt kurz nachdem diese Folge rauskommt, müsste das auch schon in den Startlöchern stehen, falls ihr das auch spielt. Das ist, wenn ihr die Hero Edition gekauft habt, kriegt ihr das kostenlos mit. Und wenn ihr die normale Edition gekauft habt, dann bekommt ihr nur die Level nicht. Also diese Sachen wie Items tauschen, diese ganzen Gameplay-Verbesserungen, die sind auch im kostenlosen Update enthalten. Was ich auch sehr nice finde. Und wenn ihr den Hero Pass noch dazu kaufen möchtet, um die DLCs zu erhalten, der kostet, glaube ich, einen Zehner. Ist jetzt also auch nicht die Welt. Also für uns Rich Kids ja sowieso nicht, aber für euch vielleicht auch nicht. Sind wir das? Ja, ja. Wir hatten das ja schon, wir haben ja Kreditkarten, ne? So. Ich mache hier wieder mein MG-Feuerchen. Jetzt lass mich mal. Ich würde da nochmal waschen, jemand hier um die Ecke, weil da. Wird schon noch mal ganz kurz gucken, ob es da. Ich habe keine Ahnung, wo Benny ist. Ich hatte tatsächlich gerade diverse technische Probleme. Mein Controller hat gerade gesagt, er hat keine Lust mehr. Ach so, ja. Und wir sind demzufolge habe ich jetzt versucht, den anderen Controller, den Matze mir mitgebracht hat, anzuschließen. Der hat irgendwie auch keine Lust. Deshalb spiele ich jetzt doch wieder mit Maus und Tastatur. Also ich hoffe einfach, ihr hört meine Tastatur jetzt nicht. Was? Ich kann dich vor lauter Klackern nicht verstehen! Das ist lustig, schon mal ne? Schlecht. Nee, alles gut. Also ich höre nichts. Aber ich schreibe ja jetzt auch keinen Roman währenddessen. Also, alles gut. Das wäre aber mal durchaus spannend. Nicht? Wer baut denn sowas? Eine Treppe mit einer Mauer? Also. Jetzt weiß ich, warum die gesagt hat, das ist abstoßend. Oh Gott. Wer ist abstoßend? Die Burg. Ach so, der ist ja. Schon längst korrekt. Um der Ecke um. Das sollte jetzt nicht mal. Naja, egal. Ja. War einer. Ein Benny-Witz. Ob du wolltest oder nicht, Benny, es war einer. MG ist Brain! Und ich glaube, um herauszufinden, ob mein Enter-Säbel besser ist als die Kleve, sollte ich ihn vielleicht auch mal ausrüsten. Nee. Aber nicht gerade, wenn. Oh Gott, oh Gott. Ist jemand zum Heilen? Oder? Nee. Dann würde ich mal mein Bestes versuchen. Wenn ich denn wüsste. Ach, da Scheiße, da oben liegt er. Ich guck immer auf den Falschen. Lasst mich alle in Ruhe! Ich. Oh. Ja. Wir haben schon wieder nur noch wenige Sekunden, glaube ich. Oder sind die Phantome. 10 habt ihr noch. 10 haben wir noch. Okay, aber wenn wir beide da sind, sehe ich da noch eine gewisse Chance. Jetzt sind sie da. Das könnte tatsächlich. Ich habe auch gerade keinen Heiltrank. Na, gehen die denn irgendwann wieder weg? Na, ich glaube, wenn wir Benny wiederbeleben, gehen sie wieder weg. Aber ich habe da überhaupt keine Chance. Das ist echt hart. Problem ist halt, dass wir echt nicht gut im Zusammenbleiben sind. Also wir sind halt immer so weit voneinander. Also heute tatsächlich nicht. Nee, das tut mir leid. Wir müssen da echt gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen zumindest zusammenbleiben. Ich sehe da tatsächlich bei mir das Problem aktuell. Das ist manchmal muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ja, das ist außergewöhnlich selbstkritisch, wollte ich gerade sagen. Das kennt man so gar nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, wie ich da jetzt drauf reagieren soll. Also das ist so eine Situation, mit der ich jetzt schwer überfordert bin. Ich habe auch das Problem, dass
Also mein Entersäbel ist einfach nicht gut genug und Pfeile habe ich keine mehr. Halt, wartet mal kurz, wenn wir hier die Gegner besiegt haben, würde ich mal ganz kurz meine Waffe wechseln und mal gucken. Welche Stufe ist dein Entersäbel denn? Irgendwas in der 30. Was, 30? Oder? Ich weiß es doch nicht. Ja, das ist Stufe 30. Schlag mich hart und nenn mich Rhonda. Was ist denn das für ein Säbel? Meiner ist Stufe 28. Hey, warum? Der ist aber nicht gut. Ich liege hier rum. Oh, dankeschön. Ja, okay, nee, ich wollte es mal probieren, ob er gut ist oder nicht. Aber also finde ich zumindest. Wenn du schon mit deinem Level 30er nicht zufrieden bist, dann bin ich gar nicht so optimistisch für meinen Level 28er. Aber ich probiere es trotzdem. Weil ich dir ja grundsätzlich nicht glaube. Weiß ich schon. Ich habe halt gar nichts. Ich habe keine Seelen, mit denen ich reingehen könnte. Ich habe überhaupt nichts. Ja, das haben wir ja. Oh, scheiße, der Zauberer muss weg. Der macht echt Probleme. Kevin macht das schon. Vielen Dank. Das war's, war Matze, aber. War ich das? Ich. Ja. Also, das Wiederbeleben warst du. Ah, Mann, ey. Man muss echt gucken, dass man zuerst den Zauberer wegmacht, sonst. Hat man mit dem Verzaubern. Oh, wirklich? Da mache ich doch eigentlich schon relativ viel Damage. Zu viel! Zu viel! Jo, jo, jo. Hä? Ich hab dich doch wiederbelebt! Also geheilt! Sehr gut, Kevin. Kevin carried heute echt durch. Ja, Kevin ist irgendwie. Kevin ist erstaunlicherweise immer der, der als letztes überlebt. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er tatsächlich gut ist oder ob er sich einfach nur geschickt aus den Kämpfen zurücknimmt. Naja, aber ich meine, das ist ja irgendwie auch ein Punkt, das, in dem er dann gut ist. Na klar, das ist ja jetzt auch nichts Abwertendes gewesen. Nee, nee. Würde ich mir auch gar nicht trauen, weil ohne Kevin wären wir hier echt aufgeschmissen. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns jemals schon so viele nette Dinge gesagt haben wie in dieser Folge. Ja, ich verstehe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was heute los ist. Es ich snipe euch mal die Hexer weg, die Magier. Achso, ich habe da so ein Heiltotem, das sollte ich vielleicht mal zünden. Findest du? Ja. Ich habe so ein Heil-Seelen-Dingens. Das ist auch nicht so verkehrt. Das hat halt den Vorteil, du kriegst deine Gesundheit instant wieder und musst halt nicht erst eine ganze Weile drin rumstehen. Also das ist für so Fälle wie wenn die Phantome zum Beispiel da sind, relativ hilfreich, weil du dann meistens die eine Seelenrobe Stufe 28 plus 50% Seelen gesammelt. Gekauft! Die sieht ja nice aus. Für jeden Hundertsten. Eieiei, ich habe eine viel bessere Armbrust gerade. Ach du Kacke. Jetzt muss ich erstmal hier. Benny ist schon wieder irgendwo anders. Ich bin eigentlich nur zurückgeblieben. Ihr seid ein bisschen vorgerusht. Nee, es ist genau andersrum. Du gehst gerade vor und wir sind gerade noch zurück. Weil wir seid ihr denn da? Ja, wir sind noch an der Kiste. Ach, ich habe gerade mein Inventar quasi aufgesucht. Ah, warte, bleib mal kurz da, bitte. Die Robe ausgerüstet. Ich habe mal meine Robe so verzaubert, dass jedes Mal, wenn ich einen Heiltrank nehme, ich. Das ist ein Schlüssel. Dass ich dann jedes Mal einen Verbrauchsgegenstand, also quasi einen Trank oder Essen generiere, der dann für euch hilfreich ist, um euch wieder zu heilen. Also, oder Pfeile. Also Pfeile kommen auch bei raus, wie es aussieht. So, Benny ist jetzt auch im Inventar, nehme ich an. Ja. Ich muss sagen, hier dein. Alle mal im Inventar. Dein geslackter Torhammer, den du da hast, der ist echt ziemlich nice. Also das der sieht ist cool richtig, aus, oder? Richtig cool, gefällt mir. Wow, mit jedem verwendeten Heiltrank unterdrückst du manchmal zufällige Verbrauchsgegenstände. 100% Auslöser wahrscheinlich. Ja, genau dasselbe habe ich auch. Ich glaube, wir haben die gleiche Rüstung. Kann das sein? Ich habe auch eine Seelenrobe mit zwei Verzauberungsslots. Nee, meine hat tatsächlich nur einen, aber egal. Das ist auf jeden Fall so eine Verzauberung, die bringt einem meistens nicht so viel, wenn man alleine spielt, weil wenn man sich einen Heiltrank reinpfeift, braucht man nicht noch was zu essen. Aber jetzt hier so im Dreier-Koop kann ich mir vorstellen, dass da
richtig was bei rumkommt. Das ist ja sogar wie so eine Art Dorf hier gerade im Markt oder so, ne? Eine seltene Axt. Heute ist ja was los, Freunde der Sonne. Was sagt man denn dazu? Da kann man mal ein bisschen Seelen sammeln. Und Level Up sind wir auch noch. Level. Das ist echt heute Party hart. Hoppala, das wollte ich. Entschuldigung, Leute. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das TNT was nicht aufnehmen. Ja, ich meine, solange oh du. Armageddon ja incoming. Du bist ja heute eh immer mal relativ weit weg von uns. Daher bin ich da, was das TNT aufgeht, auch einigermaßen entspannt. Ich muss jetzt mal kurz wieder Pfeile sprayen, weil das waren mir jetzt einfach zu viele Gegner. Ich sammle gerade tatsächlich einfach nur Seelen. Ich glaube gerade. Das war Gegner nice, wie du den noch drin gehalten hast. Ja, das war tatsächlich auch so geplant. Also mag mir zwar keiner glauben, aber es war so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich den da wieder zurück ins TNT schuppe. Ah, scheiße. Dass da ein Zombie von hinten kam, habe ich da nicht mehr beachtet. Damn. Kevin, heil ihn. Ich versuche die Dingens hier weg von dir zu halten. Danke. Kein Problem. Hä? Oh. Oh nee, ein Zauberer und ich bin auch noch festgenagelt. Du bist ein gewissermaßen tot. Denn es waren zwei Zauberer. Das ist blöd. Dass dich wo bist denn du da hinten? Ja, sehr gut, Kevin. Also das war ein wirklich ausgesprochen guter Einsatz des Ernters. Vielen lieben Dank. Gar kein Problem. Ich habe nicht umsonst erst am Anfang des Kampfes hier auf dem Platz erstmal Seelen gesammelt und dann, wo es schlimmer wurde. Das ist schon richtig, ja. Weil du es halt manchmal wirklich bist. Kann ich entweder ich hab einen Eingang töten gefunden oder heilen. Also offensichtlich eine Geheimnis. Ja, aber hier ist noch Loot. Nee, alles gut, das sollten wir uns bloß merken. Kann ich den. Achso, der ist schon auf der Karte markiert. Fantastico. Hier ist doch noch Loot. Mit ihm hier. Und ich muss sagen, der Bogen, den ich habe, beziehungsweise die Armbrust. Oh Gott. Die spawnen ja neu. Ja, und zwar direkt um mich herum. Ich lieg da so ein bisschen neben der Reiterstatue. Achso. Wo ist denn Benny? Den habe ich schon lange nicht gesehen. Ach, da unten kommt er. Vielen Dank. Bleib hier, du Skelett. Es wird nicht abgehauen. Kein Problem. Wenn der Papa dir den Arsch versohlen will, dann wird hier geblieben. Jetzt habe ich bloß nicht mehr so viele Seelen. Und ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Also diese schnelle Armbrust geht ganz schön in die Pfeile. Obviously. Oh, hier sind Schweine. Oh. Blutschweine? Oh. Nee, nee. Normale Schweine. Normale ist Schweine. Ist auch cool. Oh. Das ist ja blöd. Ein totes Schwein? Nee. Oh. Das ist kein Turnier-Simulator. Ich habe hier irgendeinen Schlüssel gefunden. Ja, den hoppala, ich bin reingegangen. Brauchen wir, glaube ich, auch gleich. Ich würde aber fast sagen, wir treffen uns mal am Geheimgang und gucken mal, was wir am Boden des Brunnens finden. Wie war's nochmal? Auf jeden Fall sehe ich einen Magier und viel. So viel ist es gar nicht. Viel Schaden, den ich nehme, wollte ich gerade sagen. Aber ich habe mich rechtzeitig zurückgenommen. Ah, ich bin wieder ins Feuer gelaufen. Ja, da musst du echt tierisch aufpassen. Das ist ziemlich gefährlich, das Feuer. Diese blauen Geister haben halt auch diese Heil-Item bei mir. Hinter euch ist übrigens noch irgendwas. Ja, ein Skelett. Und eine Spinne ist da auch noch. Und ich krieg hier Flashbacks. Ah, da kommt was aus dem Boden. Ah, wieso ist denn der verzaubert? Fuck. Fuck. Nee. Was war das denn? Okay. Weil die ganze Zeit irgendwelche Sachen aus dem Boden gekommen sind. Oh, was für ein Spawn. Ist so. Heil-Item. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich hab noch. Der zieht mich irgendwie ran. Ja, toll. Ich konnte gar nichts machen. Nee, kein. Wow, Alter, das ist echt. Ansonsten, wenn es zu knapp wird, Kevin, zieh dich erstmal zurück und geh aus dem Brunnen hier raus. Du
kannst das ja, wenn du. Ja, wobei, wenn die Phantome kommen, hilft uns das auch nicht weiter. Ich glaube gerade, der Magier hat vorne und hinten einen Pfeil im Kopf stecken. Zehn Sekunden noch. Ja, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber. Aber ich mach's trotzdem. Ja, das, ich sehe das. Ich sehe das mega optimistisch gerade. Okay. Ich bin zwar tot, aber jetzt muss ich zeigen, dass das kann. Ja. Aber es war doch in der Zeit! Okay. Nee. Es war in Time! Ja, ja, nee, es war in der Zeit, aber dann bist du ja quasi gefallen und Benny. No, und dann muss es von vorne anfangen zu zählen. Ich glaube, das tut's nur, wenn du auch bei Masse. Nee, komm! Das tut's, glaube ich, nur, wenn du alle wieder. Ach komm! Aber immerhin behält man sowohl den. Oh, ich habe eine Level 32er Axt, die muss ich jetzt mal ausrüsten. Dann kann ich auch gleich mal den Endersäbel wegwerfen. Mann. Die Seele jetzt auch nicht mehr. Ja, ich habe keine Seelen da unten drin. Das ist dann irgendwann alle. Halt blöd. So, das haben wir schon voll verzaubert. Das haben wir auch schon voll. Jetzt habe ich 4 Verzauberungspunkte übrig, weil meine ganzen Sachen nur einen Slot haben. Jo, bei mir auch. Ich habe auch 4 übrig. Und so viele Smaragde haben wir auch gar nicht gesammelt. Aber ich kann mir zumindest eine Ausrüstung kaufen. Wow. Ich bin so beeindruckt, dass ich keine Worte finde. Na gut, das war jetzt keine Glanzleistung. Macht aber nichts. Das nächste Mal machen wir es besser. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Teamkraft... Ja, unsere Teamkraft hat sich jetzt auf 28 erhöht. Also wir sind zumindest jetzt geeignet, dieses Level auf diesen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Deswegen... Das erste Mal, ne? Das war gescheitert sind. Das war tatsächlich das erste Mal, dass wir an einem Level gescheitert sind. Scheißendreck. War jetzt aber auch echt eine ziemlich boshafte Stelle, muss ich sagen. Na, ist jetzt natürlich rausgeredet, ist klar. Aber da auf diesem engen Raum verzauberte Gegner plus Magier war schon ziemlich... ziemlich fies. Ja, ich glaube, das können wir überspringen, das kennen wir ja schon. Ich denke ja, auch. Ja, ich habe es jetzt auch übersprungen. Ich glaube, so ein bisschen war es auch ein Problem, dass wir von vorher schon so oft gestorben sind. Jo. Damit halt echt viel. Jo, okay. Genau das. Aber warum? What? Wie ist das denn passiert? Freu mich auch immer. Was ist denn das für ein rotes Teil da? Ich weiß nicht, was Kevin für eine Rüstung hat, aber ich krieg relativ viel Schaden im Vergleich. Ne, ich gehe halt nicht in den Nahkampf. Nie. Ich kann aber jetzt gerade nichts machen, weil... Alter, was ist denn hier los, ey? Nee, also alleine bist du gegen die schiere Menge einfach machtlos. Wir sind ja diesmal nicht mal weit voneinander weg gewesen, dass man sagen könnte, das hat uns viel Zeit gekostet. Wieso kommen hier denn so viele verzauberte Gegner? Ich finde, das ist krass, weil man hat einfach auch noch nicht die Ausrüstung... Ach so, der Typ hier. Aber man hat halt auf der ersten Stufe einfach noch gar nicht das Equipment, um es mit verzauberten Gegnern so in der Menge aufzunehmen. Selbst zu dritt. Hier ist schon wieder so ein Hannes, der meint, alle verzaubern zu können. TNT. Good call. Puh. War doch easy. Ja, nö, alles tut die in. Problem ist, dass wir jetzt schon wieder einen Tod weg haben, ne? Ein Team-Tod. Ja. Ja, einer ist noch okay. Ist nee. Okay. Akzeptiere ich nicht. Was bedeutet denn dieses Rote? Hat einer von euch diese Verzauberung, dass man Gegner in Rage versetzt oder so? Ah, ja. Alles klar. Ja. Das heißt, die sind dann quasi gegen sich selbst. Da hinten sind Pfeile, was jemand braucht. Ja, jo. Kevin nimmt die. Meine Armbrust habe ich so verzaubert, dass die in Rage gehen. Ja, ich glaube, das kann gar nicht so schlecht sein. Ich weiß. Ich habe halt schon wieder nur noch 9 Pfeile. Das ist halt das Problem.
Das ist der große Nachteil am Fernkampf. Man braucht echt viel Pfeile. Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Aber das könnte sich ja jetzt bessern durch die... durch den Perk, den wir auf unsere Rüstung haben. Ihr schon, aber ich nicht. Die Pfeile sind ja theoretisch für alle. Also man lässt die ja nur fallen, die kann ja dann jeder aufsammeln. Das ist ja, sag ich mal, der Vorteil daran. Ich würde sie jetzt einfach mal liegen lassen, falls ich nicht aus Versehen draufklicke. Ja. Aber es führt halt auch trotz alledem dazu, dass man ab einem gewissen Punkt in den Nahkampf gehen muss. Und TNT! Schön. Wo bin ich? Da bin ich. Und zumindest bei den nicht untoten Gegnern, also eigentlich alles, was nicht so unbedingt Zombie ist, ist auch dieser Schild nicht schlecht, weil der ja Geschosse abwehrt. Mhm. Mal gucken, ich versuche jetzt auch mal ein bisschen sparsamer mit meinen Seelen umzugehen. Ich bin da sonst immer relativ schnell auf der X-Taste hier am Controller. Alter! Nee, das ist... Versucht mal den Magier irgendwie zu holen. Hä? Benni, nimm den Schattentrank dort. Oder ich mach's. Ah, das war ja dämlich. Ich wurde gerade irgendwo hin verzaubert. An einen anderen Standort. Okay. Das hatte ich das eine Mal beim Bosskampf tatsächlich auch, als ich zu dir gebeamt wurde und dann plötzlich tot war. Naja. Es war gar sonderbar. Gar sonderbar. Sollte möglichst nicht so sein. Nun gut, aber ich würde sagen, jetzt wo wir hier gerade mal 5 Minuten ein bisschen Luft zum Durchatmen haben und wir ja sowieso das Level wiederholen mussten, können wir die Folge auch mal im Level beenden. Das haben wir lang nicht gemacht. Wir haben jetzt meistens irgendwie geschafft, das Level durchzuspielen und sind dann im Lager wieder rausgekommen. Ist so. Das funktioniert diesmal nicht, ist aber nicht so schlimm. Machen wir einen Cliffhanger. Genau, machen wir einen Cliffhanger. Ihr werdet in der nächsten Folge erst rausfinden, ob wir die Hochblockhallen schaffen oder nicht. Tut uns natürlich leid, dass wir euch jetzt mit unserer Noobigkeit da zurücklassen, aber habt da halt Pech, ne? Was willst du machen? Dann müsst ihr durch. In diesem Sinne, abonniert uns bitte trotzdem. auch wenn wir es nicht können. die Glocke müsst ihr erst drücken, wenn wir es wieder können. Also wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben, dann dürft ihr auch die Glocke wieder drücken. Vorher traue ich mich das jetzt nicht zu sagen. Ach so. Also dann, bis in diesem zur Sinne. Nächsten Folge. Jo, mach's gut. Tschüssi.